Studio 1910, das Magazin, heute in einer Outdoor-Variante. Die erste Ausgabe in 2023. Ich hoffe, ihr habt ein grandioses und gesundes Jahr vor euch. Wir sind heute beim letzten Härtetest des FC St. Pauli vor dem Start der Rückrunde. Es ist Midtjylland zu Gast. Das ist der dreifache dänische Meister. Gegen den wird also getestet. Und wie immer in diesem Magazin bekommt ihr Backstage den Einblick in den FC St. Pauli, in das, was in der Rückrunde auf uns zukommt, aber eben auch das, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Wir stellen euch die neuen Spieler vor. Wir sind in Spanien mit dabei gewesen beim Trainingslager und wir werden natürlich uns heute verabreden. Und zwar mit Fabian Hürzler, dem neuen Cheftrainer vom FC St. Pauli. Alles das nach dem Spiel. Jetzt mal, weil es ja auch ein bisschen kalt ist, ein Blick in die Wärme. An die Costa Blanca gehen wir zum Trainingslager. So hat sich der FC St. Pauli auf die Rückrunde in 2023 vorbereitet. You know. Sometimes this life can get rough. You get knocked down, but you gotta get up. Keep going. I'd have been knocked down a thousand times. Yeah, I traveled around a thousand miles. Feeling so tired, but you know I can't stop now. Came way too far, won't throw in a towel. It ain't looking real good, but I won't give up. Pac said that I gotta keep my head up, so I ain't going nowhere. Yeah, I'm standing right here. Demons all around, but I ain't got no fear. You can kick me around, but I won't stay down. I run this town, ain't backing down. We going them rounds. Yeah, the winds will blow, but these roots too deep. I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. In the fire now, but I won't be burned. I was waiting for this and now it's my turn. Sweat on my face, blood in my eyes. Been underground, now I aim for the sky. Don't quit now, you can last longer. All these wounds only making you stronger. Don't give up now, yeah, you gotta climb. But we give it to all until the end of time. We ain't going nowhere. We'll be standing right here until the end of time. Until the end of time. We ain't going nowhere. We'll be standing. Hi guys, we're back again. It's Jackson and Connor and we're going to be guessing German words. Let's go. Sitzplatzschale. Sitzplatzschale. Dashi, Packer, dann wollen wir mal gucken, wie gut ihr euch kennt. Nice. Bang, nice. Go on. Wer hat die bessere Technik am Ball? Easy. Okay. Dashi, tu es nicht. Sag mir jetzt nicht, du hast jetzt dein Gesicht genommen. Boah, ist das so respektlos. Yeah. You're gonna have to cut this one out then, aren't you? Like another word for like ultra or something, I don't know. Fat, mid-glee soundtrack, little I have no idea. Fans. Little fans. Middle fans. Middle height fans. Okay, it's nicht genau. Bist du dumm? Ich meine, du sie? Du hast ja musikalisch gar nichts an. Tafel. I feel like these words are way more practical than last time. Honig. Kuchen Pferd. Honig Kuchen Pferd. Kuchen Pferd. So what do you reckon Honig is? Honey? Yeah. Kuchen? Cook? Yeah. Pferd? Pferd. Food? Der Kenner hat sie entdeckt. Vier neue Spieler haben in der Winterpause den Weg zum FC St. Pauli gefunden und wir wollen sie euch jetzt vorstellen. Yeah, I grew up in a small city with about 20,000 people. Childhood was as best as it could be, always outside, running outdoors, all of that. Hello, my name is Karol Mets. I'm 29, from Estonia, and I'm very happy to be here. Ich bin Elias, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Hamburg.
Und jetzt seit Anfang Dezember spiele ich hier beim FC St. Pauli. I play, before I come to São Paulo, I play in Poland and Korea, China, Bulgaria, Portugal, but this is for the back, you know? My name is Maurides. I'm an attacking, creative player. I like to create chances. I'm Dapo Afolayan, 25 years old, and I'm happy to be in St. Pauli. So, ich mach's mir jetzt gemütlich, schau mir das Spiel an. Übrigens super spannender Gegner mit Jylland aus Dänemark. Das ist einer der ersten Vereine, der konsequent auf Daten vertraut hat beim Scouting. Dadurch sind sie dreimal dänischer Meister, zweimal dänischer Pokalsieger geworden. Sie haben unter anderem Simon Kjær ausgebildet, den ihr vielleicht noch vom VfL Wolfsburg kennt und mittlerweile beim AC Mailand spielt. Also ein echter Härtetest hier am Millerntor, bevor es wieder losgeht. Am nächsten Wochenende gegen den ersten FC Nürnberg. Kleiner Hinweis noch, Gewinnspiel gibt es natürlich. Fabian Hürzler kommt, mit dem bin ich verabredet, zum Interview nach dem Spiel. Und jetzt geht's ab zu Lasse und Linda, unsere RabaukenreporterInnen. Und die Kamera ist da oben. Wir begrüßen euch, hier sind die Laberköppe, hier bin ich Wolf und das ist live, da ist die Kamera. Okay. Ja, herzlich willkommen im Jahr 2023. Reihe und jetzt sehen wir, dass die beiden Teams auf den Rasen kommen, der FC St. Pauli und der FC Medina zu Hellsbells. Der FC St. Pauli in den weißen Auswärtstrikots, mit Jylland ganz in Schwarz. Steht. Vieles angepfiffen. Marcel Hartl treibt den Ball kurz zurück zu Irvine. Rechts auf der Halbaußen erstmal Pässe von Hartl zurück zu Dwigaba. Geht in den 16er. Ja, dann sind Metz und Smeed echt in höchster Not. Smeed kriegt gerade noch den Fuß rein. Büschkopf im Dribbling, linkes 16er Eck vorbei an Irvine, 5-Meter-Linie erreicht, quergelegt. Dann geht Nikola Vassil runter, vor ihm stand Karol Meh. Sehen wir gerade, wie er damit Ball streichelnd in Bewegung bis links an die Fünferkante kommt. Und dann ist Vassil mit der Hand unten. Kraft der am gegnerischen 16er den Ball erstmal verliert. Zweiter Ball geht raus auf die rechte Seite, bisschen über Saldiakas hinweg. Der versucht da mit einer Grätsche noch ranzukommen, aber schafft das nicht. Irvine war das, der da den Ball mit dem ersten Kontakt direkt zu Sayaka spielen wollte. Linke Seite, 16er Kante, hat er Vorsicht, 16er Eck links, spielt den Ball an die andere 16er Kante, wo Sayakas den Ball mit dem Brust an dem schießt, an die Latte! Riesenausrufungszeichen, schöner Dropkick-Schuss mit dem rechten Spann. Rückgespielt zu Vasil. Vasil legt den Ball wieder an seinen Gegenspieler vorbei, spielt dann den Ball in den Fuß seines Gegners, Lupfer übers Tor! Von Waldemar Büskow, Nikola Vasil geht da ganz hohes Risiko ein, weil er angespielt wird, Gegnerdruck bekommt, den Ball am Gegenspieler vorbeilegt, der mit hartem Einsatz. Also, Vasil legt den Ball am Gegenspieler vorbei, der stellt seinen Körper rein, hat den Arm auch draußen. Ah, Vasil kommt mit der Jagdrichter noch, bevor er ins Seiten ausgeht, flankt den Ball rein, an den Fünfer kommt bei Möglichkeit Irvine. Aber 3-4 Meter knapp am Tor vorbei geköpft, Irvine kommt da schön viel Tempo rein. In den 16er gelaufen, gute Flanke von Paccarada, aber genau auf dem Torwart, der einfach die Hände hochhebt und den Ball drüber wischt, aber guter Abschluss. Spielt den Ball, dann Saljakas den abgefallten Ball wieder auf Metcalf, den Ball in die Mitte gelegt, Schuss, Otto aufs Tor, aber Lössl lässt den Ball kurz abklatschen, aber so nah an seinem Körper im Radius, dass er sich da hinterher draufschmeißen kann, den Ball wieder sichern kann, also gute Aktion St. Pauli. So,
So, jetzt sind wir zurück im Studio 1910. Da sitzt gleich Fabian Hürzler, unser Cheftrainer, zum Interview. Vorher wollen wir aber nach dem 0:0 gegen Midtjylland Stimmen zum Spiel hören. Und die kommen von Lasse und Linda. I think it was a very difficult game. Midtjylland is a very good opponent. They are playing really good football. They are playing aggressive. And it was a tough game for us. Ja, ich glaube, war nicht einfach. Die haben es auch gut gemacht. Die haben die Räume gut zugestellt. Wir haben versucht, dann mit tiefen Läufen zu agieren. Vermehrt Connor und ich, die Kette so ein bisschen auseinander zu kriegen. I think in the end of the day, if you look back all the 90 minutes, I think it's an honest result, because both teams were pretty equal. Not so many chances, maybe a little bit closed game. So in the end of the day, 0-0 is honest result. Mit meiner Leistung kann ich, glaube ich, ganz zufrieden sein, wie auch das gesamte Team. Wir haben jetzt zu null gespielt. Klar wissen wir, dass wir uns arbeiten müssen und ja, immer noch eine Schippe drauflegen müssen. Das verlangt der Trainer von uns. Und deswegen glaube ich, zufrieden kann man sein, aber ja, da geht immer noch mehr. Und jetzt ist er da, der neue Cheftrainer. Hört sich gut an, ne? Fabian Hürzler, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Gewöhnt man sich schon an Cheftrainer? Das ist schon drin, oder? Ja, prinzipiell gewöhnt man sich an die Nennung. Aber wie gesagt, ich war davor Co-Trainer, jetzt Cheftrainer. Für mich hat sich natürlich bis auf die Nennung nicht viel verändert. Und dementsprechend freue ich mich auch, wenn man Fabian einfach sagt. Dann bleiben wir beim Fabian. Midtjylland hieß der Gegner, 0:0 ist das Spiel ausgegangen. Wie zufrieden, unzufrieden bist du? Was hast du gesehen, was wir möglicherweise nicht gesehen haben? Ich bin prinzipiell zufrieden. Speziell, wie wir gegen den Ball gearbeitet haben, war das sehr, sehr gut. Midtjylland ist international weitergekommen, hat sich gegen Lazio Rom und Sturm Graz durchgesetzt. Dementsprechend wussten wir, dass da eine spielstarke Mannschaft auf uns zukommt mit einer individuellen Klasse. Das haben sie auch in der einen oder anderen Situation gezeigt. Dementsprechend war uns wichtig, dass wir zu Null spielen. Das haben wir geschafft durch eine kompakte Mannschaftsleistung. Trotzdem, natürlich bin ich ein sehr kritischer Trainer auch, fand ich, nach Ballgewinn waren wir nicht so konsequent wie in den Spielen davor im Umschaltverhalten. Sind nicht so gut hinter die letzte Kette gekommen. Und im Spiel mit dem Ball können wir noch mutiger agieren, noch detaillierter, noch sauberer, vor allem in der Passtechnik, im Ball an- und Mitnahme, um dann letztendlich noch mehr Torgefahr auszustrahlen. Also ich nehme aus so einem Spiel sehr, sehr viel mit und bin froh, dass wir das Spiel heute hatten. Und ich meine, wenn wir schon mal dabei sind, was bist du für ein Trainertyp? Bist du der Laptop-Trainer, der harte Hund, der Taktiker? Bist du der Spielerflüsterer? Wie dürfen wir dich kennenlernen? Prinzipiell tue ich mir schwer, mich selbst zu beschreiben, weil gerne das andere übernehmen können für mich. Ich kann sagen, dass ich ein Trainer bin, der versucht, sich ständig zu entwickeln. Also es gibt so viele Kompetenzen, die ein Trainer haben muss, sei es in der Führung des Staffes, sei es in der Führung der Spieler, sei es in der Vermittlung von Inhalten, aber auch im Umgang mit den Medien. Und da versuche ich mich ständig weiterzuentwickeln. Was ich über mich selbst sagen kann, ist, dass ich sehr leidenschaftlich bin, dass ich akribisch bin und fleißig, und das sind Eigenschaften, die ich auch von meiner Mannschaft sehen will, und dementsprechend können andere mich gerne beurteilen. Ich versuche, einen guten Umgang mit den Jungs zu haben, ich versuche ihnen klar zu zeigen, wer die Entscheidungen trifft, aber natürlich nicht von oben herab, sondern immer auf einer respektvollen, vertrauensvoller Basis, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Wird es eigentlich eine neue Spielidee geben oder ein neues Spielsystem oder unterschiedliche Systeme? Ich habe es gern, wenn wir flexibel sind. Ich habe es gern, wenn wir dominant auftreten. Ich habe es auch gerne, beziehungsweise ich schaue auch gerne auf den Gegner. Was bietet er uns an? Welche Räume bietet der Gegner uns? Welche Formationen spielen sie? Und dann natürlich, und das viel wichtiger ist, welche Spielertypen sind bei uns gerade gut drauf? Da achten wir natürlich auch im Training drauf, wer ist gut drauf? Wer passt zu wem? Welche Räume sollen sie besetzen, um dann wirklich letztendlich torgefährlich zu werden? Und das ist natürlich ein Mischmasch von allem. Ja, und dementsprechend als festzulegen auf eine Formation tue ich mir schwer. Klar haben wir jetzt in den Testspielen oft ein 3-4-3 gespielt. Immer wieder Kleinigkeiten angepasst von der Positionierung. Prinzipiell fühlen sich die Jungs wohl in der Dreierkette. Trotzdem wissen sie, dass ich darauf flexibel reagieren will. Und das können sie auch. Und dementsprechend schaffen wir es auch ab und an in der Vorbereitung mit einer Viererkette zu spielen, speziell im Spiel mit dem Ball. Das haben sie bisher gut gemacht. Und das werden wir auch im Laufe der Saison, denke ich, weiterhin anpassen, weil ich glaube, dass sich auch der Gegner dementsprechend auf uns gut vorbereiten kann, wenn wir nur stur an ein System festhalten, und da möchte ich auch gerne flexibel sein.
Wir haben die neuen eben im Beitrag hier schon gesehen. Wie zufrieden bist du mit dem, was neu ans Millerntor gekommen ist? Vielleicht kannst du ein paar Sachen über die neuen Spieler erzählen. Ja, prinzipiell kann ich sagen, dass sich alle sehr, sehr gut integriert haben. Es liegt aber auch viel an unserer Mannschaft, die bisher da war, weil sie sehr offen sind, weil sie sofort die neuen Spieler ranholen, sofort integrieren und nicht erstmal beobachten und gucken, was ist das für ein Typ, sondern da ist sofort eine gewisse Offenheit vorhanden. Das ist sehr, sehr positiv. Und zu den neuen kann ich sagen, Mauri hat es, glaube ich, schon im Interview gesagt, dass es sich sehr, sehr wohl fühlt hier. Das merkt man auch. Der strahlt etwas aus, eine Positivität, eine Freude bei jedem Training. Heute habe ich kurz mit Dapo geredet. Da meinte er, ja, Mauri ist der Wahnsinn. Es fühlt sich an, als würde er schon 10 Jahre hier sein. So, und genauso ist auch Dapo. Ja, wenn man ein Gespräch mit ihm führt, ich habe davor schon viele Gespräche mit ihm geführt, merkst du wirklich, der beschäftigt sich mit Fußball, der setzt sich damit auseinander, der guckt auch selbst gerne Fußball, was ich sehr, sehr spannend finde. Und mit Elias kam jemand aus der Regionalliga, der sich natürlich erstmal anpassen musste. Es war eine andere Intensität im Training, hat auch selbst gemerkt. Aber ich glaube, auch in den Testspielen, die er gespielt hat und auch im Training sehen wir seine Stärken, speziell im 1 gegen 1, im Dribbling, macht er sehr, sehr gut, bringt uns da weitere Komponente, die wir bisher in unserem Spiel nicht hatten. Und dann haben wir noch Karol Metz, der eine richtig gute Ausstrahlung hat, finde ich, der eine Erfahrung mitbringt, der auch international schon gespielt hat, der einfach da steht. Ja, der steht da und gewinnt Zweikämpfe und ist präsent und du merkst richtig, er kommuniziert sofort, es hat auch nicht lange gebraucht, um sich zu integrieren und zu dem Ganzen hat er, finde ich, noch mit Ball seine Stärken, einen sehr, sehr guten linken Fuß, hat eine Ruhe am Ball, kann den Spiel eröffnen und das passt ganz gut zu unserer Spielphilosophie, dementsprechend bin ich sehr, sehr happy mit den Neuzugängen. Lass uns ein bisschen über dich auch reden. Du bist ja ein Stück weit international quasi. Dein Vater ist in der Schweiz geboren, du bist, glaube ich, in den Vereinigten Staaten geboren. Also die unterschiedlichsten Orte, die unterschiedlichsten Mentalitäten möglicherweise auch in deinem Leben mitbekommen? Ich würde sagen schon. Also aus der Schweiz, wir sind von der Schweiz, mein Vater ist ja Schweizer, habe ich schon mitbekommen, dieses Zielstrebige, das Ehrgeiz, aber das pünktlich sein. Also es ist ihm auch immer sehr, sehr wichtig gewesen und es sind Werte, die finde ich, trage ich auch in mir. Natürlich auch viel mit Erziehung zu tun. Dann waren wir früher viel in den Bergen. Ja, also ich bin auch ein Naturmensch und bin auch gerne in den Bergen, da kann ich mich gut erholen, was natürlich in der Schweiz reichlich vorhanden ist, sehr, sehr schöne Landschaften und dementsprechend fühle ich mich in der Schweiz sehr wohl, genauso aber auch in Amerika. In Amerika, finde ich, sind die Leute extrem offen, sind open-minded, sind etwas lockerer, da wo ich auch einen gewissen Teil, glaube ich, in mir drin habe, dieses Offene, dieses auch locker sein, weil ich finde, nur mit seriös wird es auch nicht gehen. Ich finde, diese Mischung macht es. Da ist auch wichtig in der Führung des Staff, dass man auch gewissen Freiraum lässt, dass man ihnen auch vertraut. Und ich finde, es sind so eine Mischung aus der Schweizer Charakter, sage ich mal, dieses Disziplin, dieses Pünktlichsein, die Strukturierte an und dann auf der anderen Seite das Amerikanische, sage ich mal, dieses Lockere, Offene gegenüber bestimmten Themen und auch gegenüber Kritik. Also wie gesagt, ich bin ein Trainer, der sich gerne weiterentwickelt und bin auch offen für Kritik. Dementsprechend ist es eine Mischung aus allem, würde ich sagen, ja. München hast du ja auch noch, Pipliz-Ried hast du auch noch, da wo du gespielt hast und Spielertrainer gewesen bist. Wo ist deine Heimat? Hier. Jetzt. Nein, ich fühle mich sehr wohl, muss ich sagen. Paul, ich halte mich auch gern in der Schanze auf, bin auch gerne unterwegs, super coole Leute, total offen, alle, man kommt auch ins Gespräch mit ihnen, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, einfach der Austausch, was sie denken, was sie wollen. Also prinzipiell fühle ich mich sehr, sehr wohl hier. Klar habe ich lange Zeit in München gelebt, wo auch meine Familie noch wohnt, wo ich auch noch viele Freunde habe, aber nichtsdestotrotz habe ich hier sozusagen meine zweite Familie gefunden und ja, ich bin stolz, St. Paulianer zu sein. Und du bist super jung. Als Cheftrainer ist man das nicht unbedingt gewohnt. Ja, wie gesagt, zum Alter, glaube ich, oft darauf angesprochen, trotzdem, ich bin zwar ein junger Mensch, ja, aber kein junger Trainer. Ich glaube, ich habe schon viel Erfahrung gesammelt, habe mit 21 angefangen und letztendlich kam es auch dazu mit 21. Also mein Traum war ursprünglich natürlich immer Fußballprofi zu werden. Dementsprechend habe ich auch viel investiert in meiner Jugend, in meiner Kindheit, um das zu schaffen. Hat sich dann leider nicht ergeben. War natürlich auch mal ein harter Schritt in dem Moment zu sagen, okay, es reicht vielleicht nicht für ganz oben, für die Bundesliga.
Und dann habe ich mir das selbst eingestanden und habe gesagt, okay, was mache ich jetzt aus meiner Zukunft? Und ich habe parallel studiert, habe parallel verschiedene Bereiche abgeklärt, auch im Berufsleben. Und trotzdem ist immer in meinem Hinterkopf geblieben, die Leidenschaft oder für das, was ich brenne, wird immer Fußball sein. Und dann habe ich damals ein Angebot bekommen von Pippins Ried, ich glaube für 21, 22 als Spielertrainer. Und er durfte mir sozusagen meine eigene Mannschaft zusammenstellen und meinen eigenen Kader, meinen eigenen Staff. Und das waren die Anfänge. Und dann hat sich das einfach peu à peu entwickelt. Ich habe mir viel angeschaut, habe auch viel mit Ex-Trainern. Daniel hatte sehr, sehr gute Trainer selbst in meiner Jugend, wo ich mir auch damals schon viele Gedanken gemacht habe, weil ich irgendwo aus der Vogelperspektive das Fußballspiel schon spannend fand. Also ich habe mir da schon viele Gedanken gemacht. Und dann kam das so, peu à peu Erfahrungen gemacht. Ich habe viele Fehler auch früher gemacht. Aus diesen Fehlern habe ich dann gelernt. Also ständig dieser Prozess, sich versucht weiterzuentwickeln, aus den Fehlern zu lernen. Und dann kam das Angebot des Vereins. Und ich wurde gefragt, ob ich dem Verein in der Situation helfen kann. Und dann habe ich natürlich ja gesagt, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir wieder gemeinsam erfolgreich werden und hier im Sinne des Erfolgs des Vereins handeln. Man hört, du brennst für Fußball, du lebst Fußball, relativ viel Fußball in deinem Leben. Gibt es aber so Momente, wo du dann auch mal abschalten kannst? Und wenn ja, wie? Ja, ich finde, die Momente sind sehr, sehr wichtig. Und wie schalte ich am besten ab? Ich schalte am besten ab mit meinen Freunden, mit meinen engsten Vertrauten. Ich mache gerne Sport, ich spiele sehr, sehr gerne Paddle-Tennis, ich spiele Tennis, ab und an kicke ich auch selbst noch gerne. Und da finde ich, schalte ich am besten ab, weil ich darüber nicht nachdenke, was am nächsten Tag ist, beziehungsweise was auf der Arbeit gerade ansteht. Es sind so Dinge, da konzentriere ich mich wirklich nur auf den Ballwechsel. Und es sind Sportarten, die mir richtig Spaß machen. Da merke ich gar nicht, dass ich laufe, dass es anstrengend ist, erst am Abend oder am nächsten Tag. Und dementsprechend ist es die gemeinsame Zeit mit den Freunden, sei es beim Essen oder beim Sport, da kann ich wirklich am besten abschalten. Und dann, wenn wir wirklich meine freie Zeit haben, das ist die Zeit in den Bergen oder mit meiner Family. Jetzt müssen wir noch ein bisschen sportlich natürlich werden. Der Ausblick auf die Rückrunde geht gleich prall los, würde ich mal sagen, mit Nürnberg auswärts und Hannover 96. Danach weiß man schon, wo es hingeht? Absolut. Also klar sind das sehr, sehr gute Gegner. Trotzdem finde ich wichtig, dass wir uns auf den Prozess fokussieren, dass wir uns nicht zu sehr blenden lassen am Anfang von den Ergebnissen, dass wir kontinuierlich an uns arbeiten, dass wir auf uns schauen. Und natürlich ist Fakt, dass wir Spiele gewinnen müssen in der Rückrunde. Das ist uns allen klar. Ja, das hilft. Trotzdem bin ich ein Trainer, der sich nicht über die Situation definiert, sondern ich versuche tagtäglich den Jungs Inhalt zu vermitteln. Wo können wir uns verbessern? Wie gesagt, auch heute aus dem Spiel werden wir viel rausziehen. Wir werden auch den Spielen aus Nürnberg, aus Hannover und auch aus Kaiserslautern danach, wenn wir Dinge rausziehen. Es wird noch nicht alles perfekt sein. Natürlich geht es darum, Spiele zu gewinnen und darauf liegt auch der Fokus. Aber wir wollen uns nicht über die Ergebnisse definieren, sondern über den Prozess. Erzähl so ein bisschen von deinem Staff, Peter Nemeth. Ein Name, den man kennt, alter Routinier, aber da gehören natürlich noch ein paar andere dazu, mit denen du eben das Kommando übernimmst. Was sind das für Typen? Was sind vor allen Dingen, weil du eben auch schon mal gesagt hast, du konntest dir deinen eigenen Staff zusammenstellen. Was sind die Positionen, auf die du Wert legst? Mir sind alle Positionen im Staff sehr, sehr wichtig. Und ich bin sehr froh, diesen Staff zu haben, den ich habe, weil ich in jedem Bereich Experten habe. Und mir ist auch wichtig, sei es in der Athletik, sei es in der medizinischen Abteilung, dass ich diesen Experten auch Verantwortung gebe und auch Freiraum. Weil letztendlich nehmen wir einen Athletiktrainer, die haben wissenschaftliche Studien die letzten 10 Jahre gelesen. So, ich kenne mich zwar mit dem Thema aus, aber ich bin nicht so detailliert drin. Dementsprechend sind Sie verantwortlich dafür und Sie haben dieses große Know-how. Und für mich geht es dann darum, Sie mit ins Boot zu holen, dass ich auf Ihre Meinung höre, dass Sie das auch wissen, dass ich Ihre Meinung wertschätze. Und dann ist es, wie gesagt, ein ständiger Austausch, eine ständige Kommunikation. Und so funktioniert es eigentlich in jedem Bereich. Auch Zeugwart, auch die haben die Hand darauf. Für mich ist nur wichtig, dass ich das dann anständig delegiere, dass jeder genau weiß, was meine Prinzipien sind. Also was will ich sehen im Staff? Da sind auch Prinzipien sehr, sehr wichtig, Werte sehr, sehr wichtig. Und einer der Werte, um einfach ein bisschen Einblick zu geben, ist einfach auch Kommunikation, also transparente Kommunikation. Das ist für mich entscheidend, das ist der Key, weil ich glaube, durch diesen ständigen Austausch, auch transparent, diese Kommunikation nicht übereinander,
sondern miteinander zu führen, finde ich sehr, sehr wichtig. Und durch diesen ständigen Austausch entsteht ein Vertrauensverhältnis und dann weiß auch jeder, woran wir sind und wo unser Ziel liegt. Und dann wird auch jeder wirklich für dieses Ziel arbeiten. Und das ist meine Arbeitsweise und meine Herangehensweise mit meinem Staff. Dann ist doch eigentlich jetzt alles angerichtet, oder? Wir sind bereit. Ich bin bereit und ich hoffe, dass wir natürlich eure Unterstützung haben. Sehr gut. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Rückrunde für den FC St. Pauli natürlich, damit wir nicht zittern müssen, sondern relativ schnell dann uns sehr entspannt wieder auch hier am Millerntor und auswärts natürlich auch Spiele angucken können. Alles Gute, Fabian. Schön, dass du da warst. Wir haben von Fabian eine Menge gelernt. Wir wollen natürlich auch noch euch ein bisschen was bieten. Also nicht, dass das jetzt nicht schon genug war, ne? Nein, auf jeden Fall. Nein, aber es gibt natürlich was zu gewinnen im Magazin und das ist unter anderem etwas von Anti-Flag, einer Band, die uns am Millerntor besucht hat. Und was die so gemacht haben, sehen wir jetzt. When the world starts burning, ring the bell, we can say we were there when it fell. Hear the voice of a choir, fare thee well, we gave them hell, gave them hell, gave them hell. Yeah, just insane. My name's Chris number two, we are the band Anti-Flag, yeah. Feels a lot like coming home. Yeah, yeah. Yeah, I mean, we're just honored to be on. This is hallowed ground. We're honored to be here, and there's been a lot of people who have walked through these doors who have fought the good fight, and we're just grateful to be alongside them. Human rights, anti-racist, anti-sexist, anti-homophobic, transphobic. I mean, it's just the rights of all people to exist. You realize that is a value here, and it's a value that comes before anything else. So punk rock does that exact same mm-hmm. thing, and we did that same thing as young kids in a punk scene when we came into it. And at that time when we came into it, there were Nazis, there were racists and sexists in our punk scene, and we were like, no, we don't want these people here. We're going to turn this into what we want it to be, and we fought for that. And people in this community did the same thing. And what are you planning to do to not play like shit in the future? In America, we never play like shit. Ever. Ever. Just knock all the stuff. I'm not sponsored by anything. Except in football. Besides voting their president. Exactly. We fucked that up pretty hard. But no, I for me, the most impressive thing is just its commitment to its ideology. And, as we got the tour and we saw the boxes and we saw how people are creatively making their own, that's impressive. When you go outside and you see those fan club rooms, that's kind of the heartbeat of it. Well, just seeing no one is illegal, yeah. Giant mural right in the middle of this football pitch, that's incredible. Yeah. Because you don't see that in other places. No. No, that existence is resistance, and that's important. Anti-Flag am Millerntor. Und wenn ihr jetzt auch noch wisst, wie das aktuelle Album heißt und welcher deutsche Sänger dort zu Gast ist, dann habt ihr die Möglichkeit, jetzt 3 Schallplatten zu gewinnen. Dass ich das Wort nochmal sagen darf, Schallplatten. Das ist der Link dazu und wir wünschen natürlich viel Glück. Und das war's auch schon. Die Januar-Ausgabe von Studio 1910, das Magazin, bedeutet, wir sehen uns in 4 Wochen wieder mit der Februar-Ausgabe. Und bis dahin bereiten wir uns jetzt mal perfekt vor, so wie die Mannschaft auch, auf den Start der Rückrunde gegen Nürnberg und dann eben am nächsten Sonntag gegen Hannover 96 endlich wieder Zweitliga-Fußball hier am Millerntor. Habt eine schöne Zeit, danke fürs Zuschauen und bis in 4 Wochen. Tschüss!